Hallo, weiter geht es mit GTA 5. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße ganz herzlich. Mit Cam sind wir am Start, wir testen das Ganze mal hier. Oh, ich habe die Aufnahme gestartet. Wollte ich nicht. Wunderbar, dann habe ich scheinbar auf den Hockey das Falsche, denn wenn ich hinterher... Egal, muss ich gleich umstellen. Ich hoffe, die Einstellungen passen soweit. Sieht das gut aus? Sieht alles gut aus, oder? Das sieht alles soweit gut aus. Leute, wir sind mit Cam am Start und das ist das Großartigste, was geht. Wie gesagt, wenn ihr meint, Sound ist zu leise, ich bin zu laut, irgendwas anderes passt nicht, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Das Ganze ist jetzt hier testweise. Ebenso mit der Cam. Ich kann auch mal kurz hier so machen, damit ihr das Ganze nicht... Wie wäre es denn so, damit ihr auf jeden Fall... Oder doch lieber so... Ja, okay. Damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, ob die Cam asynchron ist, müsst ihr auch schreiben in die Kommentare. Alles reinballern. Ich habe da was Neues am Start und ich glaube, es läuft. Übrigens hinten, ne, sieht man? Man sieht auch, dass da irgendwas noch am... Was ist denn da noch? Was sieht man denn? Da, Moment. Das ist ein Kabel. Das Kabel sieht man hier. Oh Gott, das ist ja gar nicht hier vom Greenscreen bedeckt. Ich nehme das mal eben. Hier meine alte, ranzige Tastatur. Ich habe eine neue übrigens. Die werdet ihr gleich hören. Ich schmeiße sie mal weg hier. Moment, halt. War nicht laut. Auf den Boden geschmissen, scheißegal. Ebenso seht ihr das Handtuch. Das bedeutet, es ist ultra warm. Deswegen Handtuch über Stuhl. Bevor man alles voll schwitzt oder so, wisst ihr Bescheid. Nehmt ein Handtuch. Weil ich habe schön Leder hier, ne? Mein alten Sitz. Wisst ihr Bescheid. Obwohl, heute geht's. Sonst würde ich nicht die Lampen anmachen. Scheißegal. Hab ich noch drum. So ist es. Also, Leute. Weiter geht es. Das ist jetzt so eine kleine, sagen wir, Testaufnahme. Ich weiß es gar nicht. Zumindest versuchen wir das Ganze jetzt einzustellen, sodass wir immer mit Cam aufnehmen können. Und das ist natürlich wunderbar. Das wollt ihr bestimmt auch haben. Und dafür brauche ich übrigens noch die Mütze. Und zwar die Los Santos Mütze, die ich noch nicht bestellt habe. Die übertrieben teuer ist. Was machen wir denn heute? Ich würde sagen, heute machen wir... Wo waren wir denn stehen geblieben? War stehen geblieben, dass Franklin Michael... Nee. Wer ist denn untergetaucht? Ist nicht Trevor? Ach, ah, Michael und Trevor sind untergetaucht. Weil Trevor den alten komischen Typen da umgebracht hat, diesen Mafia-Boss, diesen... Weiß gar nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall hat er den abgeknallt oder entsorgt, hat die Frau gekippt und er soll jetzt etwas hier durchführen. Dann haben wir das eine gemacht mit dem Flugzeug, wo wir reingeflogen sind. Jetzt sind wir wieder am Start hier. So, das passt soweit alles. Hier oben haben wir eine Mission, eine grüne. Das ist soweit okay. Grün, grün, grün. Die Farbe der Hoffnung war das doch genau. Wo müssen wir als Nest denn hin? Wir haben aber die Mission abgeschlossen. Das passt. Ich muss ein bisschen wieder reinkommen, Leute. Ich bin total nervös mit der Cam und so. Was, wisst ihr Bescheid? Da muss man, ist man ein bisschen nervöser. Wo sind wir allgemein denn überhaupt? Wir sind da oben. Okay, hier haben wir nichts mehr. Das haben wir alles fertig. Dann könnten wir uns eigentlich mit Franklin etwas durch die Gegend treiben, oder? Was machen wir denn hier? Hier ist Kino. Sehr geil. Wir müssen zum Kino. Und hier, ah, hier ist ein Fragezeichen. Okay, da müssen wir hin. Alles klar. Fremde und Freaks hier. Oh, ist ja gleich in der Nähe bei Trevor, deswegen machen wir das nochmal. Ja, Leute, ich habe eine neue Tastatur. Hört man das vielleicht? Das ist die Razer Black Mamba? Widow? Widow Mamba? Black Mamba ist was anderes. Ist eine Schlange. Widow. Widow? Black? Auf jeden Fall in der Stealth-Version. Hallo, that's my thing. So große Menschen in so einem kleinen Auto. Gibt's doch gar nicht. Hallo, ich möchte gerne rein. Hört mal, vielleicht, wenn ich jetzt hier die Tasten... Sag mal, wo fahren die denn hin? Du bist doch tot. Willst du mich verarschen? Das hört man vielleicht, wenn ich die ganze Zeit auf die Tasten kloppe. Ist die Silence-Version. Normalerweise sollte die leise sein. Es gibt noch Handy-Vibration-Action hier. Alles läuft hier, Leute. Ist die perfekte Folge. Was für ein ranziger Bus. Und die Leiche ist daneben noch drin. Ist das immer so? Ich weiß es gar nicht. So ein ranziges Ding. Ein ranziges Etwas. Oh Gott, ich liebe es. GTA. So ein geiles Spiel. Noch so ein ranziger Bus. Sag mal, ist hier... Weiß ich nicht. Laufen die ganzen Kinderschänder hier durch die Gegend? Naja gut, das ist die Gegend von Trevor. Kann man auf jeden Fall erwarten, dass hier ein paar Kinderschänder sind. Aber ich muss die Bullen erstmal abhängen. Deswegen fahren wir mal hier lang. Ach, die Bullen. Ach komm, was wollen die denn? Ich habe eine Leiche dabei. Das fällt doch gar nicht auf. Der schläft nur. Wenn jemand fragt, der schläft. Das passt soweit. Der ist nur am Schlafen. Oh, hallo, oh, von Martin. Martin! You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. Frankly, neither do I. I will find you! Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Okay. Okay. Also, erstmal Handy weg. Leute, ich bin so vorbereitet, gibt's ja gar nicht. Er ist nicht tot. Er hat nur seine Frau entführt. Ich dachte, der hätte was anderes gemacht.
Also lebt er. Weil Michael dachte auch, er hätte ihn umgebracht. Ich kenne Trevor und Trevor macht meistens so eine Scheiße. Also lebt er noch. So, die Bullen sind abgehängt. Wunderbar, feiert es zu Fremden und Freaks. Bevor wir das mit den Kollegen weitermachen. Ich dachte auch, der wäre tot. Egal. Wir sind Superman, wir können fliegen. Das passt. Ja. Sonst, ne, wisst ihr Bescheid. So, wir fahren erstmal hin. Larry's. Larry used by. Alles klärchen, mein junges Bärchen. Da oben haben wir einen Vogel absnipern könnten, machen wir aber nicht. Passt schon. Ja, Leute. Was gibt's noch Neues? Nix. Cam ist an, neue Tastatur. Läuft bei uns. Riesiger Monster Truck. Riesiges Ding. Fahr vorbei. Hier gibt Frampton Freak. Was macht der denn? Warum war das? Warum hatte ich jetzt keine Aussteiganimation und wieso fährt der mich um? Ich mach's lieber nicht, jetzt kommen die Bullen wieder. So, Waffe weg. Tschüss. Lass mich hier rein. Eine mechanische Tastatur. Hüpf. Übrigens gab's ein Update. Ich weiß nicht, was für eins. Smell any funny spices? Я ничего не вижу, босс. Эй, предъяви документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. И под гражданским арестом, ты понял? Америка — страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you, yeah. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Yo, Nazis. Wait. My patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Okay. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though. We'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. But now he's a happily married man with three children, and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil border patrol trial, we will, of course, pay you for your time. Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Is there any... Alles klar. Das hört sich interessant. Was ist das denn für ein besoffener Penner hier? Then drunk as a skunk at the Alamo Sea. I said to the wife, bitch, I'm going out for a snack. That was 10 years ago. Ach, das ist gut. I ain't been back. Oh, show me the way to sandy shores. I spent all my money on meth and on whores. Ich mag den Typen so sehr, dass ich ihn jetzt in die Fresse haue. Alles klar. Wie? Ich hab dir den übelsten Haken gegeben. So soll er nie machen. Verpiss dich, Schlampe. Weg. Jetzt wollen die sich geben. Sag mal, willst du dich verarschen, nur weil ich deine Kollegen in die Fresse gehauen hab, kriegst du das auch auf den Sack. Die alle Schiss haben, nur weil ich... Hab ich jetzt die Mission verkackt? Egal, wieder reinkommen.
car, let's go. Oh, jetzt in der Auto. Stopp, da, hier anmachen. Stopp das Auto der Bande. Wir müssen da lang schauen. Egal wie. Was? Habe ich einen Elektrochocker? Habe ich... Irgendwie habe ich keinen Elektroschocker hier. Erstmal das Auto stoppen. Oh, war geplant, Entschuldigung. Jetzt bleibt stehen, verpisst euch, bleibt stehen bitte. Junge Damen, meine jungen Damen, meine jungen Damen, meine jungen Herren, bleiben Sie bitte stehen, ich möchte gerne... Ja, ja, komm, es ist dunkel. Und Fernlicht, so, Fernlicht ist an, wunderbar, los geht's. Sirene an, ja, Sirene an, passt schon. So. Darf ich auf die Reifen schießen? Ich hoffe mal, soll ich es gleich machen? Oh, jetzt habe ich schon wieder gedreht. Ja, ich konzentriere mich doch schon, ihr alten Nutten. Weißt du, er labert nur Scheiße in so einer Scheißsprache. Und er meint, ich soll mich konzentrieren. Alter, dieser Wagen. Dieser Wagen. Ach, die sind stehen geblieben. Nutze Elektroschocker. Okay. Aussteigen. Elektroschocker. Habe ich? Da. Elektroschocker. Okay. Wir sind aufladen? Okay. In den Kopf. Mit dem Elektroschocker. Was ist das denn für eine Scheißmission, nämlich die Mexikaner? Leute, sag mal, mit nicht tödlichen Waffen schießen. Please, Bitch. Please. Was ist das denn für eine Scheiße? Immer tödliche Waffen und alle töten. Achso. Verlass das Fahrzeug. Ach, ist das fertig oder was? Das war's jetzt? Die fahren erstmal rein? War es das jetzt wirklich so eine Scheißmission mit so einem Elektroschocker? Das Geilste war nur, wie so ein Besoffener singt. Was machen die denn da? Neuer Kontakt, ja. Okay. Das war's. Geile Mission. Die war jetzt super merkwürdig. Also, da habe ich bessere Missionen, ne? Irgendwie am Start dachte ich, so eine Scheiße. Sorry, aber das war echt nicht die feine englische Art. Deswegen holen wir jetzt erstmal hier den alten Granatwerfer raus und haben ein bisschen Spaß, ne? Da ist ja eine Tankstelle. Da ist eine Tankstelle. Und ihr wisst, was man mit Tankstellen gerne macht. Mit einem Granatwerfer. Ist das eine Tankstelle? Das war die Raststätte, ne? Ist da hinten irgendwas zum... In die Luft sprengen. Da, ja doch. Zu hoch. Zu weit rechts. Zu hoch. Oh, das ist einfach nur eine Mülltonne. Es regnet in Strömen. Wie, du verpiss dich. Du haust einfach ab. Du haust einfach ab. Oh, fast. Na egal. Habe ich mal ganz so viel Schuss. Das Ding ist teuer wie Sau, aber wir können hier nochmal hier kommen. Wie, der kann auch leben. Was ist denn los mit dem? Für die paar Leute. Ja, der ist hoch, wunderbar. So, Leute, ich würde mal sagen, so als kleiner Test mit der Cap. Der war ganz schön schnell. Alter, ist der schnell gewesen. So als Test mit der Cam.
sind wir am Ende von dem Part. Nur so eine kleine Mini-Mission, sorry dafür. Und schreibt mal in die Kommentare, wie es aussieht. Asynchron, nicht synchron, alles synchron, passt es und so weiter. Ist alles soweit in Ordnung oder läuft es gar nicht? Schreibt es wie gesagt rein. Ich bin da mal hier jetzt hier ein bisschen gegen die Bullen noch ein bisschen abballern, damit das auf jeden Fall passt. Und dann würde ich mal sagen, war es von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, ne, Däumchen nach oben, wisst ihr Bescheid. Kostet ja nichts. Schreibt auch gerne in die Musik, in die Musik hinein. Schreibt gerne auch mal, wie der Ton ist, ob der passt. Komm ich hier hoch, ne? Komm ich nicht, geh mal hier lang. Ist auch ein Bulle. Kommen die ganzen Bullen hier, Alter. Nur weil ich... Heli haben die auch schon am Start. Was ist denn bitte los mit denen? Weil sowas könnte man einen guten Nachtsichtgerät gebrauchen. Aber egal, ich hau mal ab. Komm, machen wir noch zu Ende. Bis ich sterbe, oder nicht? Bis zum letzten Mann. Oh shit. Oh shit. Fuck, ich bin tot. Ich hätte ihn noch in die Luft gesprengt. Egal, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.